Vor Baby Damian, Jenny hatte eine Fehlgeburt. Jennifer Frankhauser, 30, musste vor der Geburt ihres Sohnes einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner Steffen König begrüßten im September ihr Baby Damian Andreas auf der Welt. Seitdem beweist die Influencerin fast täglich im Netz, wie sehr sie in ihrer Mutterrolle aufgeht. Doch der Weg zu ihrer eigenen Familie war für Jenny alles andere als leicht. Jenny sprach nun erstmals öffentlich darüber, dass sie eine Fehlgeburt hatte. In ihrer TV-Show Jenny und Steffen im Babyglück wurde die 30-Jährige von einem Kamerateam während ihrer Schwangerschaft begleitet. In der neuen Folge erzählte Jenny dabei ganz offen, dass sie im August 2021 schon einmal schwanger war. Damals allerdings eine Fehlgeburt hatte. Ich ging morgens auf die Toilette und dann war da halt Blut, erinnerte sie sich zurück. Die ehemalige Dschungelkönigin habe mit dem Verlust ihres ungeborenen Kindes schwer zu kämpfen gehabt. Das macht ja auch mit der Psyche was, gab Jenny Eich zu und fügte hinzu, ich bin danach richtig durchgedreht. Wegen ihrer Fehlgeburt habe die Beauty während ihrer Schwangerschaft auch dauernd Angst um ihr Baby gehabt.